Das möchte ich auch gerne mal wissen. Quest ja, habe ich. Sag mal an hier, was ihr machen wollt. Wir hatten aber so eine Familienquest, ist hier in den Nebenmissionen hier. Suche Sullys Haus. Sully Dingsbums Haus. Denn danach wäre die Hauptquest, ne? Ist das Problem doch schon mal gelöst, oder nicht? Okay, können wir so sehen. Familienbande und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Wie kommen wir da jetzt hin? Mal gucken wir kurz auf die Map. Sind jetzt hier, das ist ja am Arsch der Heide, wir müssen quer durch die Walachei laufen, ne? Okay. Gehen wir mal. Wo seid ihr? Hier ist der Bub. Uwe ist schon irgendwie unten. Ja, Sir. Da geht's nicht lang. Wo sind wir denn? Hier sind wir falsch. Weiter runter, oder was? Denken wir auch, ne? Halt Klappe logen. Die Klappe logen. Oder das ist doof, ne? Dass man sich durch seinen eigenen Kram ohne außer Gefecht setzen kann. Findest? Ja, denk mal, du bist ja deswegen Elektro down gegangen oder nicht? Zweimal, ja. Okay. Ist ja auch mit dem Feuermods, die man da so hat. Sind wir hier richtig? Überhaupt fix. Wir müssen einfach querfeldein irgendwie da hinkommen. Ziel. Looks like they were setting up for some kind of concert or something. Oh shit. Ich bin zu weit zurückgeblieben. Ich hab die ganze Meute hinter mir. Hilf mir einer. Der Buser Headshots. Ding, ding, ding. Liegen sie alle. Yep. So, this is where the town was born. The home of Lord Henderson. Voll die Kreischer. Ach, hier sind wir schon mal rüber. Hier, guck mal.
Hauptsache du hast genug Ammo dabei. Das sowieso. Jetzt habe ich wieder genug. Wieder so eine Dead Zone. Hm. Bin ich mal gespannt, ob das wieder abschmiert. Das wäre doof jetzt, ja. Hallo, Sylvia. Oh, shit, shit, shit. Scheiße, scheiße. Okay, danke. Kein Ding. Schlagring gab's. That's a good daughter. She pays her parents' bills. Telefonrechnung? Ja, was auch immer damit sollen. Ich habe leider die ganzen Missionen jetzt nicht so ordentlich verfolgt, worum es geht eigentlich. Storytechnisch. Guess she still has some feelings for the man. So they... Schüsse? Was denn? So, jetzt mit deiner Katze schon wieder. als ob ich dich süße nennen würde. Wollte gerade sagen, ey. Da ich denke, was geht jetzt ab hier? Was stimmt mit dem nicht? Genau. Rossi, das hast du so nötig? Nein, du anscheinend. Süße, ja, mich Süße nennen du wollen. Du reagierst doch darauf, dass ich hier Süße sage. Oh Mann, oh Mann. So nennen nötig, wir das, Alter. Freaks. Echt, ey. Bin einigermaßen schockiert. Genau, das sollte es auch sein. Du da wieder erzählst, also echt, ey. Na, schöner Schrank. Ja. Der gefällt mir. Hier oben ist anscheinend gar nichts. Das hat Radio erschießt. Ja. Oh, wieder raus. Da haben wir denn gefunden, was wir brauchten? Ja, die Notizen, glaube ich, oder was war das? Notiz und eine komische Telefonrechnung, ja. Das ist war doch nix. Oh, ich bin gerade durchs Haus gefallen. Durch die Haus gefallen? Ja, durch das Boden. Ah, zum Glück morgen wieder arbeiten. Echt nur dieses Rumgegammel. Ah, wurde mal Zeit. Man ist auch natürlich, denn die Schreitrolle auf die zukommt, so hast du kaum noch eine Chance, irgendwas zu machen, ne? Schieß. Allein, naja gut, wenn du gerade die Waffe nicht ausgerüstet hast, ist es schwierig. Dann ist schwer, ja.
Irkeberg quasi. Entweder. Gibt's da schneller? Wir haben jetzt 200 Meter machen, oder? Das ist ja, das ist die Hauptquest dann. Ja, wo kann sein, da geht er doch automatisch drauf. Seitdem wir finden noch irgendwelche Quests unterwegs. Market. Braucht jemand Hilfe? Hilf Lydia! Uwe, wir sind hier links in den Markt rein. Nicht, dass du alleine weiterläufst. Okay. The sea market lives up to its name. Oh shit. Die Kommszenen echt bloß mit Schiffwaffen dagegen an, ne? Also war ja nur relativ dicht dran, ne? Ich denke, oh, ja, haust du einmal mit einem Katana zu, aber nö, sagt das Spiel. Nee, da musst du schon Glück haben, dass du direkt den Kopf erwischst. Ja. Kann ich hier einen Fisch aufnehmen oder was blinkt der so komisch? Die hat ein automatisches Gewehr dabei gehabt, die Alte. Oh, gerettet. Ja, gab bloß Kohle, ne? Brauchen wir uns nichts abholen kommen. Okay. Können wir ja weiter durch die Border warten. Den habe ich doch eben angeschossen. Ja, offensichtlich nicht. Schreier hinter dir. Erinnerungsfoto. Cool, aber reicht wenn einer das sammeln, weil ich sehe hier jedenfalls nichts mehr. Da weiter, ne? Ich weiß nicht, ob rechts oder links besser. Oh, das ist ein Digger auf jeden Fall. Na, das ist doch gut. Raketenwerfer bereit. Achtung, Uwe. Ist hingefallen?
Alter, was? Hier hinten kriegt noch Schaden. Was macht der? Alter, was ist denn los? Hör doch mal auf, was ist das für eine Knarre? Das ist der Rückstoß. Das ist der Rückstoß. Ja, den krieg ich nur ab. Macht Sinn. Ja, aber du hast ja wenigstens keinen Schaden gekriegt. Hier ist noch eine Wäscherei. Weiß ich nicht, ob hier was... körperlichen. Ja, hallo, hallo, nicht weiterlaufen. Hallo? Das ist eine Dead Zone. Willst du in die Dead Zone rein? Bevor wir das nie wiederfinden? Na gut. Wäscherei. Bevor wir einfach dran vorbeilaufen und dann da nie wieder hinkommen? Ganz doppelt ein Webspiel. Streams? Streamst du heute wieder? Jawohl. Sehr gut. Diesmal aber ohne Desktop. Ja. So, jetzt kommt hier. Ohne große Fehlermeldung von Steam. Genau. Hoffe ich mal. Was bist du denn hier? Brutale Machete. Aber doch nicht immer ausrissen spielen, macht mir nie wahnsinnig. Dass man das auch nicht abstellen kann. Ich wähle immer die Fäuste aus, dann ersetze ich die Waffe nicht. Okay, ja gut, muss man vorher dran denken, ne? Ja, machst du Tür auf? Versuch oder da. Oder geht das da gar nicht weiter? Oh. Ich schmeiß Molly und verschwinde! Die Kacke brennt. I'm down. It's okay. Too much fire. Too much fire? Ja, du hast mich hier abgefackelt. Muss ich alles verneinen. Verleugnen, das war ich nie nicht. Nee, mit Abitur oder Uni-Abschluss habe ich beides nicht in der Tasche. Ach so. Boah, Alter. Ja, wieder deine Radiowerbung. Hier oder was? Du steh auf, du bist geheilt. Decke. Liegt da eine Decke? Ja, hier. Auf den Kisten hier. Ach da. Euch auch? Nee, da liegt nichts mehr. Schau mal das Radio aus, echt, ey. Ja, war jetzt auch nicht so ergiebig hier, ne? Was machst du da? Tanzt du da oder was machst du da, Pup? Ich hab's versucht. Kniebeugen. Ich hab's wenigstens versucht. Man muss fit bleiben, ne? Genau, in so einer Apokalypse, richtig. Weißt du? Trifft ja. Immer die Unsportlichen zuerst. Das finde ich immer cool, du kommst aus dem so Ding raus und steht einer direkt vor dir. Und brüllt dich an. Wo ist denn der jetzt hin? Da war doch noch einer. Der Drecksack ist ja auch drin, ne? Der Drecksack? Wo? Schreier. Mhm. Der Kater. Achso. Was erledigt? Schreier oder was?
Plätze. Jo. Von der Burg hier. Gegen die Wand. Tja, jetzt ist nicht mehr so eine tolle Gebrülle. Ein paar alte Geschütze. Suche nach Überlebenden. I saw some bloody tracks. I'll let you know what I find. Hier die Spur, wir sollen die Spur hier runter folgen. Wenn wir uns hier in Ruhe umgeguckt haben. Geht's weiter da unten oder habt ihr oben noch was gesehen? Oh ja, sind doch drei Meilen vorbeigelaufen. Okay, lass uns da runtergehen. Ach Mann, ey. Bauplan. Eine Hooligan-Schrotflinte. So. Wenn du reinkommst, links ist gleich ein Bauplan. Die gehen Treppen runter, denken wir, da sollen wir auch lang. Der Bub hat schon wieder eine Gasflasche in der Hand, ist ganz gefährlich. Wo eine Gasflasche? Ich glaube auch. I need to find another way in. Wir müssen einen anderen Weg finden, sagt sie. Aufsprengen ist so keine Alternative. Okay, deswegen ist hier oben offen. Komischerweise, ne? Ist das hier ein Kerker oder was? Locked. Labyrinth hier. Da ist auf jeden Fall weg. Bang.
So. Denk mal, hier geht's weiter. Guten Tag. This place looks like a maze. Eine Feueraxt. War ein Headshot. Ermüdender Spaltaxt. Der Unfall. Das war ich ja gar nicht gesehen. Das ist ein Bauplan. Vertikal klingen. Should be around here somewhere. Blow up that canister. Gott, was habe ich jetzt hier von Emotes ausgelöst hier. Where Frank Sokol went? Verletzter Pilot. How'd you get here? Did he bring you? You're going to pay for this, Serpo. Kriegen wir hin, töten können wir. Yep. Oh. Ready.
beinahe die Gasflasche angeschossen. Ja. Liegen ein paar Stück rum, hätte ordentliche Bums zittert. Ja. Das wäre mal Spaß geworden. Was sag ich dir? Na, ich bin hier oben lang. Da kannst du geradezu, kannst du da dann weiter hoch und dann... Genau, der Typ, der steht, glaube ich, da hinten schon, kann man den von hier schon treffen. Und ah, nicht. Na, müssen wir jetzt hier nicht auch gegen irgendeinen scheiß Rammer oder sowas kämpfen? Ich denk schon. Man kann ihn nicht treffen von hier. Dabei sehe ich ihn doch ganz genau. Ein Bauplan. Klo-reiches Gewehr. Okay, oder? Ein klo-reiches Gewehr. Man reicht mir ein klo-reiches Gewehr. I know it's here somewhere. Ich habe ihn gefunden. Mach ihn alle. Mach Na, ihn top. Frank? Frank heißt er? Christ, listen. Better him than you. Am I right? You was gonna use me for a guinea pig, asshole. Remember that? Take a look around. Do you really think this shit is gonna sort itself out? Oh, yeah, I said, yeah. Jesus, it's all on the line, you understand? All of it! Send in another chopper, or you gonna be some dead fucker supper! Another chopper? You fucking kidding me? You don't have a fucking clue what's really happening here, do you? It's on, asshole! Genau, mach ihn fertig. Motherfucker, muss ich mal sagen, Uwe. Fury is building up inside you. Yeah. Yeah. Harder to control, isn't egal was er sagt, einfach Motherfucker. It's always there, waiting to come out. Even if you do manage to escape, then what? How you know about that? Harlow, it's the same as you. You didn't know that, did you? Yeah. She went to the quarantine zone. Was planning on using a boat to escape. We caught her. She's trying to steal a bunch of data from the lab. Fucking bitch. She really thought she was gonna get away with it too. Bitch. The bitch, hat er gesagt? She's gonna turn that info over to the WHO, blow the lid off this place. The World Health Organization? Really? Look, she is nothing more than a garden variety fucking terrorist. She was gonna take the virus, and she was gonna take the vaccine, sell it to whoever backed a truckload of money up to her door. Ja, das glaube ich auch. Where is it? Muss aber ein großer Trakt sein. And if you want it, you're gonna have to go and get it. She's not gonna give it up willingly, though. Huh. I can guarantee you that. Yeah, it's worth a shitload of money to her. You're gonna have to kill her. This ain't over, Serpo. Fertig mit dir, Lara? Hey, I'm at that phone. Heißt das, wir lassen ihn hier, oder was? Great place to lay low. Y'all should come on over. Totenschild, Kapitel 12. Kommt das vom Blödsinn? Kommt wieder bestimmt irgendwas, was wir... Achso, jetzt kommen unsere. Oh,
fuck it. How much worse can the quarantine zone be than this shit? Das haben wir hier als Quartier eingezogen mit Schnellreise und allem drum und dran. Once we get that boat, all this other shit will sort itself out. Rede mit Trevor, Quarantäne und so. Blitzschnelles automatisches Gewehr. Blitzschnell, wie der Blitz. Das Trevor, ja. You're just gonna leave Serpo here? Verwüstet automatisches. Der Mutter verkocht. Quarantäne zog und such eine Dumpster an einem Boot. Okay, nehme ich mal an. All we have now is each other. At least they can't take that away. Mal wieder Inventar aufräumen hier. Die AK bringt ja auch nicht Damage, war die wir gekriegt haben, ne? Da der, die hat jetzt rund auf 6000, fast 7000. Ja. They can't take that away. I know you get out of here. So, bin soweit durch mit meinen Reparaturen. I'm not surprised you came back. Lord only knows what you saw in there. I think this is the end for all of us. If you don't get the vaccine now, you never will. I'm not surprised you came back. Lord only knows what you saw in there. I think this is the end for all of... Familienbande ist immer noch nicht fertig. Sie haben jetzt eine Familienbande, das ist ein Nebenquest und halt eben die Hauptmission. Ne? Bei mir jedenfalls. Came back. Lord only knows what you saw in there. I think this is the end for all of us. Genau, das ist die End. Ja, Familienbande. Können wir die denn abgeben? Weiß nicht, müssen wir das Haus noch finden? Wir haben jetzt erstmal die Hinweise, irgendwie hier die Zettel da oder was war das? Hab hier 180 Meter einen Wegpunkt. Ja. Ja, das ist ja die Hauptquest, die was eigentlich eingerichtet ist. 110 Meter. Ja, genau. Weiter? Ich habe jetzt mal die Quest aktualisiert.
Also auf jeden Fall eine Kreischerin und ein Digger. Der hat schon keinen Kopf mehr. Der ist hier hinter, ach du Scheiße, da oben ist die Kreischerin, ach du Scheiße, was war denn jetzt los? Molly! Ach du Scheiße! Immer! Also wir stehen noch. Das ist die Hauptsache, ihr steht. Ja. Ja, nicht mehr, oder was? Also ich konnte aber auch nicht weit zurückfliegen, von daher... Da standst du schon an der Zaun, ne? Ja. Die ganzen Eingeweide gucken raus. Ist eine Sau, ne? Ja, aber echt. Total unhygienisch. Tü-tü-tü-tü-tü. Ups, wollte doch gar nicht. Hüpp. Da brennt irgendwas. Maybe there's something in here. Meine Handknöchel gehen wieder los. Oh my god. No burns. Dachte, dachte, dass er im Winter war, es anscheinend zu jeder Jahreszeit. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt wieder anfängt. Good. Hier ist ein Bauplan. Home Run Mod, das ist ja was für dich. Uwe. Das stimmt, was für ein Basie. Home Run Mod war am ersten Tag richtig cool. Wo ist die? Hier da oben. Ach, da drauf, genau. Verdichten, Traumwand-Mod. Look, Sylvia's photo. Marvin will like this. Ja, ich hatte hier jetzt so ein Foto gefunden, keine Ahnung. War wo alles oder was? Da hinten ist nichts da. Berichte Marvin von deiner Untersuchung. Okay. Das heißt, wir müssen ihn jetzt ja wieder zurück. Marvin, ist der bei uns da in der Base oder wo? Ja, glaub schon. Das war ja ein Kurzeinsatz denn. War da überhaupt Gegenwehr? Ich hab da nicht gesehen. Das ist immer heftig, immer kommst raus, du hast gleich angegriffen. Hä? Eine Schrotflinte mit 1800 Damage. Hier ruft einer nach Hilfe. Der Map wird nicht angezeigt. Ganz nebenbei. Ja, wie? Alter, das war aber lecker eben. Ja, aber da war stattig neben mir. Ja. Sind wir hier richtig? Hier ist ein Sammelobjekt.
Das wird nicht. Guck mal hier irgendwie hoch. Da. Ja, hier ist ein Bauplan. Hallo. Ach ja. Bloody Mary Mod. Mann. Was ist passiert? Er hat ja wieder die Hauptquest drinne gehabt. Ach so. Hier bei mir oben. Guck mal her. Bist, wir müssen einmal hier lang. Hier, guck mal hoch hier. Hier ist ein Bauplan. Pup, hier oben sind wir. Komme ja schon. Ja, wollen wir eben Familienbande abgeben oder wollen wir hier gleich in die Quarantänezone? Familienbande würde ich mal sagen. Das wird immer hinter uns haben, bevor wir das jetzt irgendwie nicht mehr abgeben können. Eben. Ja, wer weiß. Oh, hier ist ein Händler oder was? Geräte, was für Geräte hast du denn? Scharfe Schaufel, kraftlose Spaltmesserschaufel, Spitzhacke, brutale Nagelpistole, Munition, wer einer noch braucht. Come on, practically giving this shit away. Na nu, Postkarte wollte ich doch nicht. Maybe there's something inside. Erstmal beraubst du ihm und dann was da ich chef mit deinen eigenen Sachen wieder. Zum Beispiel. Stahlrot. Was hängt denn hier? Eine grausame Automat. Postkarte. Ja, die habe ich auch schon, ja. Gut. Ja, schön, dass wir hier mal vorbeigeschaut haben. Gelohnt, ne? Ich glaube, alle Sammelobjekte werde ich auch nie finden, also von daher. Das ist eigentlich nicht so Workshop. Marvin, I'm very sorry, but I couldn't turn up Sylvia. She left a note saying she went to her parents. She wasn't there. But at least I have her picture, so I know what she looks like. I'll keep looking. Thank you, my friend. I was afraid of that. I pray she and my children are still out there. Somewhere. Canned food is all we have here. Canned food is all. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die irgendwo da draußen sind. Als Zombie-Futter. Jo, jetzt haben wir ja bloß noch die Quest, ne? Hauptquest Totenstadt. Irgendwie schon, ne? Jo, denn. Auf ins Gefecht. Hat Marvin den noch strafenden Wiki Wacki? Kenne ich nicht. Boah, kann ich auch mal... Wiki Wacki? Waki Shashi. Keine Ahnung, was das sein soll. Sieht aus wie ein Katana.
Vision, so ähnlich. Katana! Ja, sieht aus wie ein Mann. Wie ein Mann? Alter, 2800 Damage macht das Ding. Stärker als das Katana bei mir. Jo. Ja, da fällt die Entscheidung ja nicht schwer, ne? Nicht wirklich. Ist ja lustig, dadurch das Modifizieren immer noch wieder 10% kaputt geht. Kaputt. Kaputt. Sieht interessant aus. Der Rammer ist schon wieder hier, da dieser dicke Typ. Der dicke Typ? So. Ich habe ein Problem, wenn ihr mal kommen könntet. Also ja. Oh. Gut, ja schon. Ne, ich muss erstmal hier. Da liegt eine Schallmine, pass auf, da liegt eine Mine. Wie ist die denn da hingekommen? Naja, wir mussten da dieses Washaki da erstmal upgraden und so weiter alles dann ausrüsten. Hat ein bisschen gedauert. Ja, ist ja okay. Das hat ihn nicht wirklich interessiert gerade, oder? Scheint so. Oh. Hat der Boom gemacht. Ein paar EPs noch. Nur noch ein paar EPs. Und dann? Dann bist du... Bin ich Stufe 50. 50. Ja, Stufe 50. Ich weiß gar nicht, welche Stufe ich jetzt bin. So, ojoi. Hauptsache gehabt hat Wasaki. Hauptsache... Kawasaki? Kawasaki. Does anyone even care? Ach, da sind welche. Komm. Lasst uns spielen. Oh, krass, ja. Ah, hier ist bloß ein Werkbank oben mit dem, was hier einen geheimen Weg gefunden, aber ist nichts Besonderes. Feierin. Diesmal wacke ich hier noch dran, ne? Mit meinem Fasaki. Schweren Hammer. Kopflos ist er. Ja. Sie wirkt etwas kopflos. Kann man hier oben auch laufen? Wir brauchen ja nicht durch Wasser, ne, oder was? Das ist hier Sackgasse. Ne, hier geht's weiter. Get up, I kill. Hey, wir müssen eigentlich oben lang. Echt? Ja, ich bin nur. Ja, ich warte denn hier. Eben. Ich wollte eigentlich nur ein paar Zombies verprügeln. Ach, du wolltest ein bisschen Spaß haben. Und dafür sind wir ja da. Echt, wir sind hier, um Spaß zu haben? Könnte man so sagen. Also ich glaube ja wohl nicht, dass eine Zombie-Apokalypse Spaß macht. Wieso nicht? Ich will nur auf 50 kommen. Kann doch nicht so schwer sein. The first gate is out of the question. There's hundreds of them on the other side. Nee. Second's probably the same. Go check it out anyway. Maybe you'll figure out a way. Hier ist eine Werkbank. Mine oder Schallpulsgranate? So eine Schallpulsgranate. Ja, hab ich. Meinst du, das würde sich da lohnen? Hier übers, über den Zaun oder einfach dagegen?
und dann guck, was passiert. Okay. Jetzt waren leider nicht alle. Nee, aber ja. War von der Sache her schon witzig. Hey, ja. Yeah. Na, geht das ab oder was? Ja. Die Schallgranate war der Hammer, ne? Ist ja. Voll der Shit. Jetzt kriegt die Framerate wieder hier voll zusammen. Kann die Schallgranate nicht ab. Ja, gehen wir schon rum, das oder? Kann was? Wohl sein, ja. 4 FPS hier gerade. Nee, das ist nicht viel. Can't hurt the look. Nee, nicht wirklich. Hier ist eine Ramme, oder was ist hier? Ja. Hat er mich schon gesehen, jo. Ramme voraus. Links in den Weg rein. Ich beende meinen Kurs. Ich bin gleich bei euch wieder. Ja. Also die Schallpulsgranaten aus meinem Sortiment nehmen. Meinst du, das liegt daran? Startet das Spiel nochmal neu oder was, Uwe? Nö, jetzt geht's wieder. Ich war nur im Hauptmenü und da lief das dann wieder. Das I can imagine a lot of families with kids would come here. Couples in love. I'll get it now. Schon wieder ein Rammer gespawnt? Die hatten wir doch gerade erledigt. Ja, das steht. Zählt gerade, ich bin ja jetzt hier oben. Warum? Hoppala. Bupplichter. Warte, hier ist ein Sammelobjekt, aber ist da unten. Sind hinkommen? Wir jetzt hier schon in der Quarantänezone, wo wir hin müssen? Glaub nicht. Das ist ja echt heftig hier. Hier war eine Postkarte, oder ist eine? Ja, Erinnerungsfoto. So. Da ist jetzt der Eingang. Hier ist eine Schaufel. Na, dann müssen wir mit dem Bulldozer auffahren, ne? Hier ist nochmal eine Werkbank, wenn einer braucht. Oh, wait, there's a bulldozer nearby. Maybe I can take down the gate, huh? Bulldozer. Ist wieder voll runtergegangen. Echt? Kannst du echt die Bomben nicht ab, oder? Ist ja krass. Scheint so. Sounds kind of crazy, but that just might work. Bringe Benzin zu. Ja, mach ich mal. Ihr beschäftigt die da mal ein bisschen. Ich bring mal ein bisschen Benzin.
Wie viel hast du denn davon, sag mal, oder baust du die immer wieder neu? Ich hab genug, hab den noch nie gebaut. Ja, aber es hat einen Punkt nicht nötig. Richtig. Time to die. Was ein Pup hat, das hat ein Pup. Aber echt sowas von. Sind überall Leitern, wo man hoch kann? I put on 4 canisters. Maybe I'll add some more, just to be sure. Don't overdo it. 4 canisters is enough. You don't want to blow yourself up too. Okay, everything's ready. I'm setting it off. Ein Bauplan. Cool, warte, guck mal, was hier oben noch ist. Brecheisen-Schockmod. Okay, hier ist noch eine Werkbench und... brutale Kampfdoppelklinge. Sonst nichts. Na. Der Pup liebt einfach seine Granaten. Das muss man ihm lassen. Hört ja, ne? Ja. Er hält seine Treue dazu. Ja, ja. Ist schon nicht schlecht. So, also ich würde dann auch bereitstehen, dass wir den Bulldozer in Action bringen. Ja. Müssen wir noch was drücken jetzt oder geht los? Da muss jemand aufsteigen. War doch noch ich. Ich gebe der Kong mit meinen Fleischgranaten. Kommen die jetzt auch immer wieder alle her? Oh ja, hier, ne? Bin ich cool? Bin ich cool oder bin ich cool? Auf jeden Fall extremes Lärm gemacht. Zombies aus der ganzen Region angelockt. Na, dann gucken wir mal. Was, Quarantäne, was suchen wir denn? Drücke Fähigkeit? Nee. Bahnet dir einen Weg zu den Docks. Ach so, um geht's, ja. Was auch immer diese Granaten bringen. Oh, Vorsicht, er explodiert gleich. Was? Von wer wirft mich denn hier? Da ist ein Hintergrund. Alles gut. Oh oh. Digga. Grenade. Grenade! Vorsicht, Grenade! Eieiei! Nummer 1. Kappt oder was? Zweiten gehört schon. Was denn da passiert? Ich bin darüber gekommen. Ich weiß es nicht. Über die Mülltonnen gesprungen. Ja, deswegen, das meine ich ja. Gesprungen und dann rüber. Alter. Oh.
Alter, was ist denn da von Jump und Run Scheiße? Ja, lasst uns auf jeden Fall zusehen, dass wir das Scheißspiel jetzt langsam zu Ende kriegen. Warum hast du keinen Bock mehr? Ja, das auch. Warum wegen Performance? Permanent hier schräg vom PC hängen das. Geht mir ziemlich auf die Nüsse. Oh, das ist Malik. Oh ja, nun. Zack. Oh, komm! Scheiße. Oh, nein, musst du. Ey, dichter konnte ich ja noch nicht. Der konnte an der Troller doch gar nicht dran stehen, aber nein, sie ist natürlich schneller. Warten war menschlich stark. Granate! Stehen sie alle und warten bloß, bis er endlich ab in der Bild. Didn't know what they were dealing with. Ja. Das ist ja schlimmer als beim Erbanwalt. Genau. Boah! Ach doch, das bildet sich gar nicht ein. Da hinten ist auch so ein Klumpfuß, was das ist. Also. Hier war noch ein Erinnerungsfoto in dem einen Zelt. Wenn hier die alles unter... Oh shit. Guten Tag. Hier ist noch Ammo-Box. Wir müssen hier kurz... Da sind wir gekommen. Hier ist... Ach, hier hinten. Hinter den Zelten. Ach, da ja. Können wir noch einmal reparieren. Hier nach Docks. I'd have never guessed there was a shipyard here. This town is much bigger than I imagined. Jede Menge Munition liegt hier unten rum. Baseballschläger, Stufe 52. Cannabo.
Nee, ist falsch. Da unten. Hier verwinkelte Kacke hinzubauen, dann haben sie drauf, ne? Ja. Wo man sich schön gegenseitig behindern kann. Hast du erledigt, oder? Ja. Was hat denn das so lange gedauert? Entschuldigung. Irgendwann war die Muni leer. Brutalo Machete ist hier. In grün. Drecksau. Hackmesser hat er dabei. Soundcool ist ja schon mal nicht schlecht. Da hinten kommt wieder so ein Fleischklopfer. Wie sie sich wieder selbst im Brand stecken. Zündest du denn hier vorne alles an, Pup? Das war doch total unnötig. Das war deiner. Nee, meiner ist direkt... Meiner kam an. Aber sowas von... Meiner kam an, aber ich hab gar keinen geworfen. Hier ist nochmal Ammo ohne Ende. Den Sprungangriff von oben ist mal ein bisschen schwierig. Da bleibst du überall hängen oder irgendeiner war wieder schneller.
Was für, wo bin ich denn jetzt gestorben, ey? Ja, nee, ist klar. Hä? Der Bub hat's erledigt gehabt, oder? Das Gruppenhaus dabei. The hell, this thing just stopped working? Genau, echt, ey. Au! War ein bisschen hoch? Ja. Schön ist gut. Hey, y'all, this place look like hell. The ghetto part of hell. Und jetzt kommt hier zum Endfall gegen Harlow, oder wie hieß er? Hello, Harlow. Ja. Achso, ein Pup weiß das ja noch gar nicht, Entschuldigung. Ich weiß nichts. Alles gut. These men don't look infected. Hell, their bodies are still warm. According to those logs, the first equipment was shipped here weeks before the outbreak. These must be the people the antidote was tested on. So Munition findest du hier mehr als ausreichend. Schon sehr verdächtig, ne? Ja. Oh oh. Harlow, please! You don't have to do this! I have to! It's gone too far now! Try to control it. I know you can do it. I'm trying! But all this! Never should have happened! Help me destroy it! Bury it! All of it! We can't let them use it anymore! We can't let them do what they did to Pal and I! Not again! What are you saying? They did this! The outbreak on Pal and I, it was them! To test their bioweapons! And the mutagen! It will destroy us all! You won't be able to control it! It will control you! We can use the antidote. Don't you understand? There is no antidote! They caught me when I tried to sneak in here. They tested the mutagen on me, not knowing what it would do. They didn't know I was immune like you. Look what it turned me into! I killed them all! We won't be able to stop it! That's why we have to destroy it. Before it destroys everything! Harlow, we can control it. We can escape here and look for help. There is no help! We can't escape! None of us can! We're too dangerous! We can never leave this island. Ever! Harlow, no! Kill him! Doch, hallo! Na, hallo! Eieiei! War's das? If you don't back off, I'll take the mutagen. Then there will be no stopping me. This is the price I need to pay in order to save the world. I pay it freely. Hat er sie erschossen?
She's gonna turn into one of those freaks. Ich bin nur leider bei drauf gegangen. Wow, hallo. Hoppala. Das geht ja alles sehr schnell hier. Wir sind ja ziemlich OP. Aber sie mutiert einfach weiter und wird immer stärker. Was, wenn du die heiraten würdest? Reloading. Warum geht die nur auf mich? Du hast einen Schaden gemacht. Ich hab mal umgelegt. Just one shot. Just one. Otherwise I'll never stop her. Oh je. Ich glaube, hat falsche Spritze genommen. Oh nein. Oh, jetzt so übermenschliche Doppel-Wissigfahrt-Fähigkeit. Ja auch, ja. In Rage, wieder in Rage sind wir. Da hinten sind sie. Wait. Lässt man uns wieder keine über, bis wir rappen. Oh, Entschuldigung. ich war in Rage. Genau, das war Rage. What have you done to me? Look around you. Man sieht immer noch gut aus, so oft wie ich mit dem Katana schon raufgehauen hab. Scheint aber ziemlich viele Krampfadern zu haben. I'm sorry, Harlow. You gave me no choice. We immune are the only hope. Die Immun sind die einzige Hoffnung, sagte. Start the boat. Oh, legendäre Kettensäge hier. Hallo, ihre Kettensäge. Hast du jetzt eigentlich probiert, ob Dead Island 1 geht zu laden, Uwe, oder? Nee, noch nicht. Also. Och, was denn jetzt schon wieder? Hä? Ich bin schon wieder down, ey. Das ist doch nicht normal. Ja, ja. Bis Uwe aus Rage kommt, bin ich schon dreimal gestorben. Ja, genau. Jetzt ist es meine Schuld. Ja, weißt du. Ich kann ja gar nicht schuld haben. Snickers. Ist schon wieder Diva? Oh nein. Das sah so krass aus wie Harlow da beim ersten Mal stopp in die Ecke. Habe ich leider nicht gesehen, weil ich schon auf der Ecke, weil ich schon auf der Erde lag. Der steht neben mir, aber direkt neben mir mit der Pumpgun. Einmal draufgerotzt und die lag in der Ecke. Und war am Zittern. Wie, Rossi, du hast nicht hingeguckt, das heißt, ich kann das im Stream gar nicht angucken. Nein. Ich war ja da und ich konnte ja nicht gucken, weil ich ja dummerweise voll in ihr Feuer gelaufen bin. Da hättest du vielleicht selber ein Videobeweis machen müssen. Hätte können. Nee, ich nehme ja nicht auf. Hast du dich die Funktion, dass du die letzten 5 Minuten oder sowas auf speicherst? Ja, und wenn dann wüsste ich jetzt nicht, was ich da, wie ich das mache. Was nutzt du denn für ein Aufnahmeprogramm? Aufnahmeprogramm. Programm. Real Life oder wie das von AMD ist es, glaube ich. Ne? Kenne ich gar nicht. Ja, gut nicht. Hat mir auch noch nicht gesagt. Tja. Von der Grafikkarte halt.
Hast du nicht auch eine GeForce? Anscheinend nicht. RX480 oder wie heißt. Also kein... Radian, ja? Eine Radian. Ein, ja, genau. Ein Ungläubiger. Tja. Was suchen wir überhaupt? Keine Ahnung, ein Weg in der Burg. No, komm schon. Also, wirst du doch wohl schaffen über ein paar Parkkarton. Ja, ne, manchmal ist das schwierig. Ist hier noch Gegenwehr? Nö. Wie ich komme, wie müssen wir das Boot erstmal runterlassen oder was? Na, und da müssen wir dann doch hier auch wieder verteidigen, oder? Ist wahrscheinlich. Hier schon mal Schnellreise. Sylvia! Heißt das Boot. Eigentlich ist das unverantwortlich. Ach, der. Ach, hier ist Servo. Nervt auch noch rum. Mit wem redet ihr? Guckt so nach oben. Naja, aber wo guckt er hin? Keine Ahnung. Der guckt nach Vögeln, dass sie die nicht auf Verantwortung oder so. Oder er ist einfach so ein fetter Snob, weißt du? Ja. Ich bin was Besseres. Tschüss. Ich bin schon auf dem Boot. Eine Bootsfahrt. Ey, warum fahre ich denn runter? Ich weiß es so, nicht. Ich bin auch auf dem Boot. Ui. Einmal schauen, wenn du den Kutter startest, würde das ist super leicht. Dann wäre die Geschichte zu Ende. Wenn du deinen Freunden für immer verlässt und die Geschichte zu Ende ist. Wenn du noch etwas auf der Insel zu erledigen hast, ist dies deine letzte Chance. Du bist bereit, die Insel jetzt zu verlassen. Immer. Oh, denk mal. Leave me here, you fucking freaks! Auch wenn wir da bestimmt ein paar Sachen übersehen haben. Ah, jetzt sagt er, wir können ihn nicht zurücklassen, aber eben packt er uns doch voll wie nicht geht, oder was? Nö. Huch! Der Hemd ist ihn glatt gut erwischt. Machen wir noch einen kleinen Ausflug. Dann ist der Uwe ja bald erlöst, der braucht nicht mehr noch zur Seite gucken. Ja, Gott sei Dank. Oh weia. Unsere ganzen Freunde gehen jetzt drauf. Ist richtig so. Was für eine krassen Egoisten wir sind. Cool. Weil wir sind ja immun. Ach ne, ein paar haben wir doch mitgenommen. Ganz. Ja, nur unsere Kampagne, ne? Stimmt, die Olle wollte das Kino eh nicht verlassen. Okay, Doc. Never better. I have a little headache, but otherwise I'm perfectly fine. This Serpa, yeah. He won't be bothering us anymore. What about Harlow? We couldn't help her. Yeah, she decided to stay. Kann man so auch sagen, ne? Sie entschied sich zu bleiben. Ja, das ist die höfliche Version. Bitte? Was für eine Version?
Ich konnte ihr nicht helfen mit meinem Kopfschuss. Nee. 6 Tage später. Life is slowly returning to normal as rescue crews clean up the aftermath of the monsoon that swept through the archipelago. All travel to and from the region is still prohibited as the rescue operation continues. Rumors of a possible plague outbreak have been discredited as international relief organizations continue to assess the situation. Oh, dein Lied spielen sie schon wieder. Sieht jetzt nicht so kontrolliert aus. Irgendeiner war infiziert bei uns oder was? Unser Board. Waren doch alle nicht. Drei, würde ich sagen, ne? Waren wir doch nicht im Room. Ja, aber wir haben ja auch dieses Untergehen genommen, so wie Harlow ja auch. Ich mach eigentlich nur Party. Ja, Mitwirkende. Mitwirkender war einmal der Webster und der Poop. Techland Wasser war. So, ich mach mal den Stream aus.